Captain. Oh, Captain, ja? Mein Captain. Hast du Waffe? Hast du die Waffe? Oh Gott, Captain! Hilfe! Captain! Oh Gott! Funk, du hast es dir angeschaut. Aha. Und deswegen verlasse ich mich heute auf deine Expertise. Okay, bei unserem ersten Versuch war ich der Kapitän mit einer Mundharmonika und ich habe dich niedergeknüppelt. Jetzt habe ich eine Mittelohrentzündung. Was? Aua! Jetzt arbeit, du Sklave! Jetzt mach! Sir, nicht wieder Kommunistenstrafdienst, Sir. Ich kann nicht mehr denken. Ich weiß nicht, wie mein Beruf geht. Bei unserem zweiten Versuch hatten wir zwei andere Angestellte und einer ist auf einmal ausgerastet, der Will, und hat uns angegriffen. Den mussten wir dann töten. Ich werde gleich auf Selbstverteidigung zurückgreifen, Will, wenn Sie nicht sofort aufhören. Nehmen Sie die Waffe runter. Bleiben Sie ruhig. Sie bringen uns alle hier nur unnötig in Stresssituationen. Herr Kolpitz, bitte. Maus links, warte mal, kann ich... Okay, ich habe Sie gewarnt. Da können Sie noch so sehr... Okay, dann bringen... Alter! Keine Munition mehr. Okay, kein Problem. Also wir haben jetzt, glaube ich, so alles Schlechte schon erlebt. Wir können es jetzt endlich einmal gut spielen. Das ist ja heute auch der Plan. Funk, oh geil, Funk. Oh, Funk, nimm mich. Oh, wo bin ich denn hier? Das sieht ja cool aus. Ich hab grad geklaut. Irgendjemand hat in letzter Zeit unsere Vorräte gestohlen. Was? Wer? Also ich hab gehört, dass hier Diebe umtriebig sind. Hab ich auch von gehört. Mhm. Kannst du mir die Handschellen vielleicht abnehmen? Raus? So. Oh ne, warte, du müsstest frei sein, oder? Ja, ich glaube, sie sind weg. Aber Händchen halt mal. Hey, Erik. Du bist auf dich allein gestellt. Jeder stirbt für sich alleine, mein Lieber. Ich untersuche mal hier den Reaktorraum. Ne? Hä? Du hast die Handschellen, fuck, der meint dich! Der meint dich! Nein! Nein! Erik, kannst du mal herkommen? Ich hab Handschellen. So, dann komm mal mit jetzt, mein Kleiner. Ich weigere mich. Du kommst jetzt mit. So, wir gehen jetzt beide Leiter hoch. So, komm her. So. Wie machst du das? So, komm jetzt mit. Ja, das ist Barotrauma. Ja. Nur ein weiterer Spieler kann uns befreien, leider. Wir haben es nicht mal ins U-Boot geschafft. Oh! Was ist das für Wassergeräusche, Sir? Du hattest die Außentür aufgelassen! Warte mal, willst du mir jetzt eine Schuldzuweisung machen, nachdem du mich ausgesperrt hast in der Flut? In der Flifla! Willst du jetzt auch noch mir die Schuldzuweisung geben, nachdem die Fluten des Ozeans mich gegen die Wand gedrückt haben, gegen die Tür? Man hätte ja mal, ist es denn zu viel verlangt, und die Klinke? Sir, haben Sie nicht noch gesagt, Sir? Oh, der Unterdrück-Überdruck, der Druck muss stimmen. Ich wusste nicht, dass in deinem Kopf gar kein Druck herrscht. So. Sie laufen, wirklich, so wie Sie arbeiten, machen andere Urlaub. Was denn das? Ich laufe hier von einem Kasten zum anderen, weil hier oben schon wieder was defekt ist. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ja, Schlendrian. Können Sie mich bitte nicht ablenken bei der Arbeit? Oh Gott, au! Aua! Zu dumm, um aus dem Busch zu winken, wirklich. Ich habe gerade aus dem Taucherhelm gekotzt. Ich habe in meinen Taucheranzug reingekotzt gerade, Sir. Jetzt ist mir noch schlechter und ich muss gleich wieder kotzen. Das ist Ihr eigener Taucheranzug damit, keine Sorge. Jetzt nicht mehr, ich geb den Johann, oder wie er heißt. Ich sehe, dass in unserem Sauerstoffgeneratorabteil alles gerade drunter und drüber geht, Herr Eriksson, mit der weichen Hand. Könnten Sie eventuell mal gucken?
Haben Sie den Mann mit der unglaublich weichen Hand gesehen? Ah ja. Moment. Oh, ich muss ja reparieren. Ich repariere. Es ist alles kaputt. Nein, wirklich. Ich repariere. Oh, das ist doch nicht wahr. Hier muss dringend. Guck mal. Hier wird wirklich Chef, alles kaputt. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht, Chef? Ich repariere, Chef. Warum? Chef, aber was haben Sie gemacht, Chef? Chef, warum kaputt, warte, Chef? Hier? Ey, was? Au, Aja! Nee, es tut gar nicht weh. Aber ich habe ihn nur erschrocken, wie Sau. Was passiert? Ja, hä? Ah! Wieso passiert das? Nee, mir geht's super. Ich glaube, ich habe nur seelischen Schaden davon getragen. Warum? Das ist so dumm. Das hören die Monster bestimmt auch und drehen schon durch. Die haben Angst davor. Oh, oh Gott, die sind ja unten, die sind schon unten drin. Captain. Oh Captain, ja? Mein Captain. Hast du Waffe? Hast du die Waffe? Ah! Oh Gott, Captain! Oh Gott, Captain! Hilfe! Captain! Oh Gott! Hilfe! Schnell! Hast du Waffe? Oh, warte, da ist die Harpunkanone, aber ich glaube, soll ich dem Schrein lassen? Genau. Nein! Was willst du denn machen? Mit denen reden? Oh, ich lebe wieder. Schön. Genau, du gehst looten. Ich würde, weil wir jetzt, ich glaube, wirklich keinen Gegner mehr bei uns haben. Was machst du denn da? Hast du einen neuen Haustier? Ist das ein Haustier? Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Ich habe gesagt, bring keine Tiere nach Hause. Aber heute ist doch Bring Your Dog to Work Day. Hm? Guck mal, der Kleine. Der kann sogar Kunststückchen. Guck mal. Er heißt Maul. Oh Gott, es brennt oben. Es brennt. Es brennt wirklich. Wo oben? Da links von dir. Bei mir ist da nichts. Was? Wieso nicht? Bei mir ist da nichts. Hä? Oh, was? Das gibt's? Du hast eine Psychose. Was hab ich? Du hast eine Psychose. Ich höre dich nicht. Erik, das Feuer geht nicht Frank, aus. Frank, da ist kein Feuer. Frank, da ist kein Hier Feuer. Hier ist überall Feuer. Frank, Hier da ist kein Feuer. Du wirst doch brennen. Geh nicht rein, da brenn ist kein ich. Feuer. Nein. Da ist kein Feuer. Frank, wir brauchen den Feuerlöscher. Lass den Feuerlöscher in Ruhe. Kannst du mir mal helfen, das blöde Feuer auszumachen? Hier, ich gebe dir den Feuerlöscher. Mach du mal. Da ist kein Feuer. Komm klar, Frank. Komm klar. Yeah. Uiuiuiui. Jeder Kampf. Ich butter die Bitches mit meinem Lörres. Okay, wo? Au, kannst du mir aufhelfen, bitte? Kannst du mir aufhelfen? Aua! Kann ich? Aua! Ja, komm. Oh, danke. Ja. Danke schön. Cool, das hat geklappt. Okay, geil. Au, das war ganz kurz. Oh. Hihi. Ja? Das Feuer brennt irgendwie zwischen den Räumen und dann kriege ich es nicht weg. Was? Es brennt? Oh. Wie konnte das denn passieren? Und ich habe Organschäden. Oh. Bist du verbrannt? Brauchst du Hilfe? Nee. Vielleicht brennt es da ja gar nicht. Hä? Wie, das brennt da gar nicht? Geht's dir gut, Erik? Ich weiß es nicht, Frank. Sag du es mir doch einfach mal. Ich leg mal den Feuerlöscher aus der Hand, bevor noch was passiert. Was soll denn passieren? Bist du nicht beunruhigt, Frank? Nee, jetzt super. Nee, jetzt gut. Ich bring dir was mit. Okay, Dann mach ich mir keine Sorgen. Hallo. Ich bin sicher, diese riesige Feuersbrunst hier wird dir nichts ausmachen. Ja, ich dachte, du kümmerst dich darum. Hier, ne? Hier. Kannst du das wegmachen? Hab weggemacht. Ich glaube, mein Blinddarm muss raus auch. Warte, ich. Mach erstmal den Arm. Au, mein Arm. Ja. Ich hab auch gerade. Au! Aua! Ja, ich glaube, ich bin wieder heile. Jetzt? Ja, sieht gut aus, sieht gesund aus, ja. Herr Doktor! Ich hab sie. Muss ich deswegen unterschreiben? Ich hätte es mir durchlesen sollen vorher, das wusste ich nicht. Okay, ich kann nicht gar nicht. Ach doch.
Doch, ich. Oh, was? Du hast auf meine Hand gekotzt. Warum? Wieso hast du auf meine Hand gekotzt? Ich habe vorher einen Ring verschluckt und wollte den in deine Hand erbrechen. Willst du vielleicht? Ich hoffe, das geht auf TikTok viral. Und so, Kinder, habe ich euren Vater kennengelernt. Was? Und hier hätte ich noch was anderes, aber das möchtest du nicht austesten. Ich glaube, das möchte ich nicht hier drin austesten. Es das ist der sehr Flammenwerfer. Oh. Ja. Nee, aber mach mal, ich hatte was bei mir im Chat gelesen. Ja. Baller mal auf die Kotze. Warte, bleib mal okay. Hinter mir. Ja, ich stehe bereit. Hast du also im Chat gelesen? Was hast du denn da genau gelesen? Dass es gegen Kotze helfen soll. Es tut mir leid, Entschuldigung. Vielleicht bin ich ja die Kotze. Vielleicht war's ja, vielleicht stimmt's ja und ich bin die Kotze. Vielleicht ist das ja der Grund. Du hast ja einen tollen Chat. Das klingt wahrlich schön. Ah, so sad einfach. Okay. Mach du mal. Weil es eigentlich ganz cool, das Steuern. Muss ich in Richtung Uran? Ich habe keine Ahnung. Wie mache ich das denn? Andocken? Also muss ich jetzt einfach... Das sieht furchtbar aus. Hier kannst du... Ja, okay. Zoom. Okay, ich kann rauszoomen. Passive Sonar lasse ich mal. Muss ich manuelle Steuerung... Nee, ne? Ich kann ja auch Autopilot machen, oder? Kannst du auch machen, ja. Und wir müssen jetzt zur Minenanlage Cadmus. Ist das richtig? Ja. Also, noch sind wir nicht. Fang! Nee, erstmal nach ich unten. Sterbe gerade. Ich habe eine Opiatüberdosis. Wieso? Ich sterbe jetzt. Du hast mir aber die scheiß Spritzen reingejagt, während ich steuern wollte. Hä? Das ist eine Unterstellung. Klar, das Drogenopfer aus Frankfurt sagt. So. Apropos Frankfurt. Ich habe eine Bleivergiftung, scheiße. Jetzt habe ich auch Entzug. Opiatabhängigkeit. Was soll das, Funk? Oh nein. Wir können jetzt die Rumpfverstärkung jetzt schon nicht mehr kaufen. Was hast du denn alles gekauft? Was? Was hast du alles gekauft? Wir können die Rumpfverstärkung nicht mehr kaufen. Ich hab's für dich getan, Erik. Ich hab ganz viel Opium gekauft. Warum? Warte, Rhea verschwindet. Hinter uns sitzt John Southworth, ne? Ja, ich weiß. So, nee, Mist. Oh, Mist. Okay, er hat's wieder genommen. Ich kenn diesen Mann nicht. Alles gut, komm mal. Ah, nein, komm wieder runter. Ja. Bleib mal da stehen, ja. Okay, hast du einen Energietrank gerade bekommen? Ja. Hab ich. Ciao. Ja. Oh. Ciao. Oh, er schlägt den Falschen. Oh, geil, er schlägt den Falschen. Oh. Okay, aber nee, ich werde... Ah, oh, ja, yeah, ich habe Handschellen. Wenn du klaust, kannst du mir alles geben. Du wirst verhaftet, ja. Ich befreie dich und bringe den ganzen Loot weg. Ja. Ja, das scheint zu klappen. Gut. Ich werde erschossen. Was? Ich werde erschossen. Warum? Ich bin tot. Ich habe einen Feuerlöscher probiert zu klauen. Also man darf nur einmal beim Stehlen erwischt werden. Oh. Nur ein bisschen naschen. Opium. Kinder, es ist Weihnachten. Da war's mal mit Opium. Kinder, kommt. Weihnachten 20 Uhr. Geil. Wow, du hast eine richtige Rolle gemacht. Ja, und jetzt. Wie hast du die Rolle hinbekommen? Weiß ich nicht, und jetzt chill ich hier. Hey, voll geil. Ich chille jetzt hier mein Leben gerade. Ich will auch eine Rolle. Das sieht nicht so gesund aus. Nein! Das ist so dumm. Oh, ich liebe Rektor-Bewegung. Lelele, ciao! Ich glaube, die sind so laut, meine Frau. Das ist so dumm.
Oh, ein Plumpsklo! Das war wirklich sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich komplett durchziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zeit so fucking schnell vorbeigeht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Es ist jetzt schon 3. Es ist der Wahnsinn. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah.